So, so, hallihallo, Freunde, zurück bei Let's Play Nightmare House 2. Ich gehe mal ganz kurz die Soundeinstellung checken, aber das ist so ziemlich in Ordnung. Und wir begeben uns nun in die Radiologie, hier mit unserer guten Feuerwehrsaxt. You are now entering the radiology department. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas to avoid interference with vital medical equipment. Wow. Thank you. Okay. Vielleicht sollten wir uns hier nicht zu lange aufhalten. Was haben wir denn da? Ein Becken, eine Hand, noch eine Hand, ein Brustkorb und das sieht mir aus wie der Nacken. Ja, das könnte eine Nackenmuskulatur sein. So. Von wo kommen die Schockmomente? Hallo. Boah! Alter, ich wollte gerade schon sagen, der wird sicherlich nicht wieder aufstehen, da der nur noch aus Knochen besteht, aber... Ah, man sollte bei dem Spiel echt nichts auf die leichte Schulter nehmen. So, hier können wir auch rein. Offensichtlich, jawohl. Oh, Munition, sehr schön. Oh, verpiss dich. Scheißteil, okay. Können wir hier irgendwas tun, außer wieder den Bildschirm einzuschlagen? Der aus sehr stabilem Glas ist, muss ich schon sagen. Wie jetzt? Boah, ich dachte gerade schon. Darf ich jetzt wieder raus? Wow, hallo? Geht's noch? Musst du mir so einen Schrecken einjagen, oder was? Verpiss dich, Stuhl. Erstmal eben hier. Aber ich glaube, hier kommen wir wieder zurück, oder? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Dann können wir nämlich da weiter. Zum MRI und zum CT. Oh Mann, kurz Taschenlampe ausruhen und weiter geht's. Hallo? Super. MRI. Zu. Oh Mann, so, da ist das große MRT-Gerät oder MRI oder wie heißt es eigentlich wirklich? Ich glaube MRT, oder? Ach, keine Ahnung. Wieder schön die Tür hinter uns schließen. Um ungewollte Überraschung von hinten zu vermeiden. Ein Danger. Okay, einen großen roten Knopf drücken wir ihn. Okay, da tut sich nichts. Eventuell müssen wir noch was finden, um hier hinzukommen. Wir hatten ja noch andere Räume. Gehen wir erstmal in den Raum nebenan, würde ich sagen, oder? Hallo? Und zwar hier. Zum CT. Hallo, CT. Ja, selbes Spiel wie eben. Hier ist zu. Okay. Hier scheint es aber auch sonst nichts zu geben. Hä? Wo komme ich denn jetzt weiter? Oder kann ich hier irgendwas an den Maschinen anstellen? Okay, das wird so nicht klappen. Dann nochmal zurück zum MRT. Kann ich hier die Maschine anpacken? Nee. Vielleicht klopfen wir mal ein bisschen auf den Stromkästen rum. Das scheint aber auch nicht viel zu bringen. So, was genau wird jetzt verlangt von mir? No entry, but... strong magnetic. Vielleicht müssen wir einfach nur beide Türen zumachen? Ich weiß es nicht. Aber hatten wir hier nicht gerade schon zu? Hallo? Klopfen mal ein bisschen drauf rum, vielleicht hilft's was. Wow! Alter, was los? Was genau hat er uns da gerade verletzt? Ah, was müssen wir denn jetzt machen? Hallo, Hilfe! Ich bin ein bisschen überfragt. Müssen wir wirklich schon hier hin oder sind wir noch ein bisschen zu weit? Da ist zu, da konnten wir auch nichts machen. Vielleicht ein bisschen hier auf die Dinger rumhauen? Nein, auch nicht. Da kommen wir nicht rein. Okay. Also irgendwas scheine ich zu übersehen. Mal wieder. Ist ja nichts Neues bei mir. Drauflegen können wir uns auch nicht. Ja, jetzt ist die Frage...
Okay, so viel zur Frage, wo müssen wir hin? Also muss es hier irgendwas geben, was ich noch übersehe. Vielleicht müssen wir hier vielleicht irgendwas reinlegen. Nee. Hier hinten dran ist auch nichts. Und das Dingens wird, nehme ich an, immer noch nicht angehen. Räumen wir hier mal ein bisschen die Tische ab. So, dankeschön, her damit. Auf E drauf zu bleiben hilft auch nichts. Ja, das ist jetzt... Hallo, gehst du aus dem Weg? Dankeschön. Ja, das Spiel ist blind, wie man hier gerade vielleicht wieder merkt. Kann ich hier irgendwas drehen? Draufhauen? Aber da gibt es auch nichts. Scheint es auch nichts zu geben. Okay, ich bin mir ziemlich sicher... Da ist nichts. Wo geht's weiter, Freunde? Kann mir da jemand mal vielleicht helfen? Die Auftür! Toll, das hat's nicht gebracht. Hätte mich aber auch gewundert. Hallo, ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Da drin haben wir auf jeden Fall eine Leiche. Das hier könnte vielleicht ein Medipack sein, das weiß ich hier. Und wieder einen Hebel. Den wir aber nicht drücken können. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wo es weitergehen soll. Und jetzt irre ich hier auch schon seit Ewigkeiten in diesem Raum rum. Das ist natürlich für euch auch sehr, sehr spannend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Was ist los? Was habe ich denn jetzt getan, um das zu triggern? Da ist immer noch zu. Vielleicht können wir jetzt hier was drücken. Irgendwer hat ja gerade zu mir geflüstert. Da ist nichts. Jetzt gucken wir nochmal den anderen Raum, ob die Tür da jetzt offen ist. Was ich nicht glaube. Vor allem, wieso hat die erst jetzt angefangen, hier zu flüstern? Nein, ist immer noch alles zu. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Freunde, 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 ich bin aber auch ein Doofkopf. Überall haue ich mit meiner Axt drauf, aber was ich nicht bedacht habe, man kann hier einfach die Sicherung rausnehmen. Leute, das ist doch zum Kotzen. Aber ich habe es nur so weit geschaut, weil danach ist mir sofort eingefallen, was zu tun ist. Wir haben hier einen Raum, der offen ist. Im anderen Raum ist es zu, dafür geht im anderen Raum das Licht. Was bedeutet das? Na, wer kann kombinieren? Wir nehmen aus diesem Raum die Sicherung. Komm. Perfekt. Per. Na, super. Okay, jetzt ist da auch noch die Tür. Kann ich jetzt dann hier rein? Hallo? Was soll das jetzt? Uah! Alter! Bist aber auch eine Missgeburt, hey, ne? Als gerechte Strafe, dass du deinen Arm jetzt verloren hast. Ich glaube hier... Wow! Wo kommt denn er auf einmal her? Ja, von hinten und von vorne, oder was? Ja, sonst geht's euch aber noch gut. Schön auf den Kopf. Sehr schön. Mit ein paar gezielten Headshots ist das alles kein Problem. Trotzdem haben wir einiges an Gesundheit einstecken müssen, nur weil die Idioten mich hier so doof umzingelt haben. Naja. So, mit der intakten Sicherung bewegen wir uns nun wieder... Na, in diesen MRT-Raum. Danke sehr. So, jetzt müsste das alles aber auch funktionieren. So, Tür zu. Und an damit. Okay, ich bin gespannt. Wow, okay. Ja, alles ist gut, alles ist gut. Ja, hier steht ja, Achtung, Magnet und so. Wow. Okay. Mich zieht's auch automatisch an das Fenster. Und jetzt ist das Ding wohl komplett zerschossen. Und da ist zu. Dann gehen wir jetzt einfach wohl hier durchs Fenster. Komm, dankeschön. Oh Mann. So, jetzt. Och nö. Nicht schon wieder. Wann kommt der Schockmoment? Oder muss ich erst wieder die Sicherung entnehmen? Oder muss ich ausmachen vielleicht? Na komm her.
Boah, geh mir aus dem Weg, hey. Ich kann das Ding nicht aufnehmen. Okay, hier kann ich auch nichts mehr dran machen. Was gibt's jetzt noch zu tun? Das zu? Vielleicht an das MRT-Gerät hin? Ach, wir können durch. Jetzt sehe ich's. Wie geil ist das denn gemacht? Okay. Puh. Wow, wo ist sie? Hallo, hallo. Hier waren wir doch auch schon, oder? Na du. Ruhst dich ein bisschen aus. Er läuft von alleine. Weil dort vorne jemand ist mit grünen... Hä? Ach nee, die hat vermutlich Handschuhe an. Warum bewegen wir uns so langsam? Dankeschön. Ich wollte dann nämlich zuerst mal gucken, wo es denn hier lang geht. Okay. Da ist zu, aber da rennt ja auch jemand vorbei. Soweit, so gut. Hallo. Ja, natürlich, mach mal wieder die Tür zu. Okay, der ist ziemlich kopflos, der auch. Ich bezweifle, dass die beiden uns sowas anhaben können. Aber jetzt gucken wir mal weiter. War ja so klar. Ach, ich hab's schon gefunden. Rollstuhl, dankeschön. Einmal dahin. Jetzt müssen wir dann nämlich nach oben kommen. Ja, lass fallen, komm. Dankeschön. Oh Mann, der Typ ist vielleicht invalid. Hallo? Das Ding bewegt sich doch garantiert gleich. Oder es verschwindet einfach vor unserer Nase. Unsere Taschenlampe flackert, aber wir haben noch Energie. Hallo? Ist da jemand? Okay, ganz kurz Taschenlampe aufladen, um mit frischer Energie... Na, verpiss dich. Schrank, geh weg. Hallo, wieder der Doktor? Ach nee, hier. Ja. Hallo. Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were alone here. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. Tja. I'm unlocking the main doors. Keep moving. Was denn ich sag's? Immer eine Waffe zur Hand haben, ja, ja. Aber das sind nicht irgendwelche Dinger, das sind Zombies. Das muss man doch wohl kennen. Oh, nice. Greift er mich jetzt noch weiter an? Hallo? Was ist denn das? Warum? Der kann sich doch nie im Leben noch auf mich zubewegen. Okay, für den verwenden wir jetzt die Axt. Wow, Alter, spinnst du? Ich wollte gerade schon sagen, beschmeißt uns einfach hier mit so einem dicken Regal. Ganz schön Kraft, der Bursche. Wo ging's jetzt genau hin? Da kamen wir her. Dann dürften wir jetzt, glaube ich, dort entlang weiterkommen, oder? Nein, dann hinten rechts. Ich hab verstanden, alles klar. Hallo? Was sagt's? Ich hab keinen... Ich verstehe dich nicht. Wow. Oh, lecker. Na dann. Witzig. Okay. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag durch irgendwelche langen Flure mit blutbeschmierter Decke zu laufen. Wobei das original eine Szene aus Fear sein könnte, oder? Hallo, was bist du? Laufen wir einfach mal ins Dunkel. Taschenlampe geht nicht. Ach, da. Wow. Okay. Yummy. Ladedaten oder was? Ja, tatsächlich. Ladedaten. Okay. Wieder einen kleinen Abschnitt geschafft. Und da mir vorhin das Spiel abgeschissen ist... Na okay, jetzt brauche ich keinen Save zu setzen, weil jetzt hat es ja gerade automatisch gespeichert. Okay, ich sehe noch nichts. Hallo? Hallo, da sind wir ja wieder. Unsere Axt, dankeschön, unsere Waffe ist weg. Chapter 3, Maintenance. voll die Einschlaglöcher an der Matratze. Es ist... Ja, okay. Wie es ausschaut, haben wir hier drauf gerade geschlafen. Das sieht aber auch echt lecker aus. Nun gut. Und wer dort gerade den Raum verlassen hat, erfahren wir frühestens im nächsten Part. Denn jetzt machen wir mal Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es gefallen hat. Daumen hoch, Kommentare und Abos da lassen, wenn es noch nicht getan ist. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Part. Tschüss.